ihr Lieben, ich bin die Hanna. Ich war schon viele Male auf dem Zelt, lange früher als Teilnehmer und auch ganz oft als Mitarbeiter. Und jetzt, da bin ich tätig im CVJM Rutesheim und mache da viel Jugendarbeit. Und ich, wer mich kennt, der weiß, ich liebe es, im Alltag irgendwelche Anhaltspunkte für Andachten zu finden. Ich kann immer von ganz vielen Situationen irgendwelche Überträge machen, christliche Überträge, und da werde ich auch schon immer von meinen Freunden damit geärgert und aufgezogen. Und so ging es mir auch kürzlich wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir jetzt gerade nicht so viel in Urlaub fahren können, ist man ja viel bei sich in der Gegend rum. Natürlich immer da, wo nicht so viele Leute sind. Und so gehe ich auch gerade total gerne langlaufen. Und da ist mir auch so ein christlicher Übertrag eingefallen. Und zwar bin ich jetzt noch nicht so ein ganz so ein Profi im Langlaufen. Und beim Langlaufen, da gibt es immer solche Spuren, die schon vor eingezogen sind von den Fahrzeugen, und die nennt man Loipen. Das sind also zwei Schienen, zwei Spuren, in denen man dann mit seinen Langlaufschienen entlangfahren kann. So, und ich finde das immer super, wenn man in diesen Loipen bleiben kann. Manchmal sind die aber irgendwie ausgefahren oder die sind weg oder es gibt an der Stelle gar keine, und das bringt mich als noch nicht ganz so Profi immer wieder dann ins Straucheln, und manchmal liege ich dann auch im Eck. Und da ist mir echt, finde ich, irgendwie so aufgegangen, dass es manchmal auch so ist mit dem, wie Jesus sich unser Leben so vorstellt. Wir kennen das bestimmt alle, dass uns die ein oder andere Sache voll herausfordert am Christsein, am Leben mit Jesus, was irgendwie die Bibel uns vorgibt, was Jesus von uns will. Und wir denken, das ist schon richtig, aber wie sollen wir das hier schaffen? Und das engt einen irgendwie auch ein, die ganzen Anforderungen ein. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist manchmal wie so eine Loipe. Das engt einen auch ein, man kommt nicht überall rum, aber man ist irgendwie in einer sicheren Spur. Und so geht es mir eben auch im Leben. Ich stelle immer wieder fest, es ist für mich herausfordernd, mich da dran zu halten, das, was Jesus von mir will. Aber ich möchte mich dran halten, weil ich denke, er hält mich sicher in der Spur. Und ich kann immer wieder in die Spur kommen, wenn es einen raushaut, kann man immer wieder mit einsteigen. Aber es gibt dann doch manchmal mehr Sicherheit und Halt in so einer Spur. Und so geht es mir eben auch im Glauben. Genau, soweit der Übertrag von mir. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, dass es bei uns in der Gegend auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr Schnee hat als gerade, damit ihr wieder in den Schnee gehen könnt, langlaufen, rodeln oder sonstige Sachen. Tschüss!